Und wir schalten direkt zu unserer Laudatorin und die ist tatsächlich hochkarätigst und kennt sich bestens aus mit dem, was hier gleich ausgezeichnet wird. Sie ist nämlich Professorin für Game Economics am Game Lab der TH in Köln, Odile Limpach. Guten Abend. Hallo? Frau Limpach, können Sie uns hören? Frau Limpach, Frau Limpach, jetzt hat die sich ein Dirndl angezogen und hat das Mikrofon nicht an. Ich werde verrückt, um sich auch auf unseren bayerischen Abend einzustimmen. Wir sind ja total bayerisch. Hast du das gesehen? Wir haben hier bayerisch... Der Deutsche Computerspielpreis 2020 für das beste Serious Game mit 30.000 Euro Preisgeld geht an To the Darkest of Times von Pocket Game. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch. Du musstest während der Laudatio noch mal ein Schlückchen Wasser zur Beruhigung trinken, habe ich gesehen. Yeah. Entsprechend fiel jetzt viel von dir ab, oder? Das ist eine ganz tolle Aktion, wie ich finde. Da kann man nur gratulieren. Einmal zum Preis, einmal zu dieser Aktion. Herzlichen Glückwunsch. Beste Innovation und Technologie. Blautop VR. Mit dieser VR-Applikation lassen sich Welten erfahren, in die man normalerweise keinen Zugang hätte. Um das Erlebnis so realitätsnah wie möglich zu gestalten, gab es eine branchenübergreifende Medienproduktion, bei der Fotogrammetrie optimal genutzt werden konnte. Lonely Mountains Downhill. Rauf aufs Bike und los geht's. Kaum ein anderes Game fängt das Gefühl des Downhills so gut ein. Durch die isometrische Perspektive ist der Spieler dabei sehr nah am realen Erlebnis und kann seine Fähigkeiten wie beim echten Sport immer weiterentwickeln. Gibt es denn irgendwas, das an uns herangetragen wird, das du uns verkünden möchtest? Also die Leute waren großer Fan von Uschi und Gerd, will ich immer sagen. Aber Georg, genau, die haben gesagt... Das ist toll, wir kommen später auf jeden Fall noch auf dich zurück. Jetzt machen wir hier weiter. Der Deutsche Computerspielpreis für das beste Debüt 2020 geht an The Longing von Studio Solfz und Application Systems Heidelberg. Herzlichen Glückwunsch. Bitte. Aber it is what it is. Nein. Ja, vielen Dank. 1000 verkaufte Exemplare, glaube ich, inzwischen auf Steam. Das ist schon aller Ehren wert. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was die Jungs zu sagen haben. Weißt du, dann komme ich ein bisschen vom Bier trinken auf. Weißt du? Ich stelle mir zwar ein Flasch Bier hin, ne? Aber dann nehme ich nur dran und spiele wieder. Und fürs Internet auch? Internet? Weiß ich nicht. Ich hab kein Internet. Wo soll ich denn ein Internet, Jan? Es ist Achims erster Computer und er hat sich das Ganze einfacher vorgestellt. Ja, was hast du denn jetzt wieder gemacht, dass ich dir Dinge nicht mehr lehnen kann? Nach 30 Minuten gibt er auf. Ja, schön. Kannst du wieder zurückschicken. Ja, da klappe ich ja da unten und Ende. Ja, eben, genau. Ja. Genau, tausch das Ding wieder um. Sehr auf dem Boden geblieben, oder? Sehr sympathisch, wie ich finde. Und total. Diese Studios haben auch diese Screentime verdient. Deswegen werden wir uns nachher noch mal eins in aller Ruhe anschauen. Aber sehr sympathische Truppe da in Erlangen. Absolut, ja. Nicht verstehst. Guck mal, ich hab's aufgeschrieben. Wir hören dich. Darf ich bitte kurz sagen, ich meine, alles ist bayerisch bei uns. Ja? Wir versuchen ja so ein bisschen auch eine Verbindung zu München und so. Wir sind ja mit dem Freistaat Bayern sehr eng verknüpft. Wir haben die Brezeln hier, wir haben das weiß-blaue Popcorn und dann eine Produktion Sea of Solitude, die Your Mai heißt. Bitter. Bitter. Aber it is what it is. Sie stand schon mit diversen musikalischen Größen auf der Bühne und für heute Abend hat sie die Themen der Gewinnerspiele des Deutschen Computerspielpreises aus den Jahren 2015 bis 2019 neu interpretiert. Und das hören wir uns jetzt an. Viel Spaß. Da freue ich mich tatsächlich drauf mit Charlie Klauser. Jawohl.
chillin' with a hair tie. No makeup with some sweatpants on. You know I can always be that guy. You can think about me all night long, but I think you need something to think of me. Something that will keep you warm and so that we can be more than just this. So baby, if you are not ready for my kiss, then you can wear my sweatshirt. Richtig, richtig Alle gut. Klauser. Ja, richtig, richtig gut. Phänomen, was es seit 2010 gibt, da hat das MOBA-Genre. Wir kommen jetzt zu einer Superkategorie. Der Spieler 2020 ist Fatih Gotti Dijk. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch aus dem Studio von unserer Seite. Alles Gute für dich. Jetzt wurde es ja gerade schon angesprochen von der lieben Frau Bär. Du hast ja den Controller / die Maus an den Nagel gehängt, aber wirst jetzt weiterhin als Mentor tätig sein. Gib uns doch mal da so einen ganz kleinen Einblick, wie man sich das vorstellen kann. Also den Umgang zwischen dir und deinen, ja, wie soll man sagen, den Leuten, die du quasi unter die Fittiche nimmst. Das kann nicht sein! Ich hab mein Lebenstraum, ich kann's, das kann nicht sein, ich hab, Bruder. Ich hab, Marcel, ich hab, Bruder, alles was jetzt kommt, ich hab, ich hab, das kann nicht sein, das kann nicht sein, Marcel, auf 50 Euro, Bruder. Mit Kram. Du hast jetzt schon der Gewinn 600, ne? Alles, was jetzt kommt, ist reines Cash in deine Cash. Ich kann's nicht glauben, Marcel, ich kann's nicht glauben. Weg die Frau, erzähl ihr, und dein Kind auch. Muss ich kann nicht, das kann ich nicht machen. Ich kann mein Baby, meine Frau schlägt mich tot. Die schlägt mich tot, wenn ich das mache. Das wäre eigentlich eine Werbung wert. Die SPD wird sich bei dir melden. Wir brauchen dringend Beratung in diesem Punkt. Wunderbar, dass du heute Abend hier gewonnen hast. Wir wünschen dir alles Gute und drücken dir die Daumen. Das erste deutsche AAA-Spiel auf den Markt. Was hier? Deutsche AAA-Titel? Spaghetti, Alter! Spaghetti ist geil, Alter! Das ist scheiß geil, fuck mich an, Mann! Boah, Alter, das klingt auf jeden Fall interessant und spannend. Dafür drücken wir jetzt hier. Ja, falls es euch interessiert, wie die Viola eigentlich ausgesehen hat komplett, hat sie das für uns auch auf Twitter gepostet. Jawohl. Fantastisch. War nämlich alles oben Business und unten war es dann gemütlich. Das fand ich ganz schön. Ich bin auch ein bisschen neidisch. Ich persönlich schwebe ja in der Luft. Ich habe gar keine Beine. Das wird man deswegen auch nicht sehen. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Mit Charlie Klauser.